Ich bin gestern Abend am Montag der Empfehlung des Chefarztes Dr. Geile gefolgt und habe die Nasenspülung durchgeführt. Und dabei ist vermutlich durch einen Durchgang zur Augenhöhle oder Nasennebenhöhle Wasser in den Tränensack reingelaufen. Also ich habe jetzt hier eine starke Schwellung. Und drückt ein bisschen. Habe gestern Abend und auch heute früh schon ausgiebig gekühlt, aber die Schwellung geht nicht zurück. Jetzt warten wir mal ab, was passiert. Morgen am Mittwoch um 12 Uhr habe ich einen Termin bei Dr. Geide und dann schauen wir mal, wie sich die Dinge bis dahin entwickeln. Heute ist Donnerstag, der 31. März 2022. Vor 6 Tagen, am 25. März 2022, hat meine Nasen-OP stattgefunden. Offensichtlich hat sich der Operateur Chefarzt Dr. Geide beim Meißeln und Hämmern etwas verpeilt, hat die Richtung verfehlt, sodass das Ergebnis hier zu erkennen ist, im linken Auge Hämatome, die also bei weitem noch präsenter sind als die sonst üblichen Kollateralschäden auf dem rechten Auge, ja, wie sie sonst üblicherweise hier bei einer Nasen-OP auftreten. Also diese Dinge hier liegen immer noch ziemlich farblich sehr stark ausgeprägt vor und ich bin der Meinung, das wird noch wesentlich länger dauern, ehe tatsächlich dann über den Stoffwechsel die Hämatome hier verschwinden. Hier sind immer noch Schwellungen, weil bei der Nasenspülung vielleicht durch einen etwas zu hohen Druck Wasser hier reingespült wurde, sodass der Tränensack dann sich aufblähte und ich habe dann also am Montagabend sozusagen die Spülung abgebrochen. Ja, wir werden die Dinge hier weiter beobachten. Heute ist Montag, der 4. April 2022. Ja, der 11. Tag nach der Operation am 25. März. Vor 3 Tagen am Freitag war ich zum zweiten Mal zur Nachsorge bei Dr. Geide. Dort hat er das übliche Programm gefahren. Wir sind jetzt übereingekommen, dass ich mich bei ihm nur dann wieder vorstelle, wenn es Probleme bei der Heilung geben sollte. Bis jetzt kann ich Probleme nicht erkennen, außer dass das eine Bekannte mit dem blutunterlaufenden Auge noch besteht. Vermutlich wird es noch einige Tage, vielleicht bis zu einer Woche so anhalten und dann sollte das weggehen. Halten wir uns an die Fakten. Es sind jetzt genau 2 Wochen her seit der Operation am 25. März 2025. Wir stellen fest, dass die Hämatome, quasi die sogenannten Kollateralschäden nach der Operation, so gut wie verschwunden sind. Aber wir haben immer noch ein total blutunterlaufenes Auge. Vorgestern war ich in der Augenarztpraxis Dr. Schömann und Huber. Dort war der Augenarzt Dr. Hoffmann. Der schaute sich die Sache an und meinte auch, dass die Dinge in 10 bis 14 Tagen verschwunden sind, die äußeren Zeichen der OP. Ja, wann der Stoffwechsel im Auge oder am Auge so weit ist oder im Bindegewebe, dass das Blut weggeht, dazu hat er sich nicht geäußert. So vage war er der Meinung, es dauert halt noch ein bisschen. Ja, so sieht's aus. Wir haben heute Donnerstag, den 21. April 2022. Jetzt machen wir noch mal eine letzte Kontrolle, wie
sich das mit meinem Auge hier darstellt. Also, das Blutunterlaufene ist weitestgehend zurückgegangen. Und seit der Operation sind 4 Wochen vergangen. Das war am 25. März. Und ich denke, in 1, 2, 3 Tagen wird auch das letzte Merkmal nach der Operation verschwunden sein.